So, für mein heutiges Wettervideo habe ich mir mal Unterstützung gesucht. Hier von dem jungen Mann hier vom Duna Reichstag. Ja, es ist 9.30 Uhr. Es ist immer schon wieder relativ voll. So, jetzt setzen wir uns mal zusammen hin. Ach, und gucken uns ein bisschen an, wie das hier heute aussieht. Also, Temperatur heute in der Spitze sei wohl 30 Grad. Und kann sein, dass heute Abend Wolken aufziehen. Wie auch immer, Sonnenuntergang ist um 9.55 Uhr abends. Und wann sonst? Auf jeden Fall, ja, auch von den Gezeiten her. Heute haben wir so gegen, nicht geguckt, 18.30 Uhr rum müsste heute Hochwasser sein. Mit der warmen Temperatur ist das natürlich auch immer noch eine gute Zeit. Dann ist auch vielleicht am Strand nicht mehr ganz so voll. Allerdings sollte Gewitter aufziehen, ne? Dann sinnvollerweise weg vom Strand. Da brauchen wir keine Risiken hier einzugehen. Ne? Ja, so. Was sagst denn du noch zum Wetter? Wir haben Wind. Wind ist heute relativ wenig. Man sieht jetzt hier also die Fahnen, die wehen mäßig bis wenig oder gar nicht, kaum. Ja, dann heute Nacht soll es tatsächlich regnen. Vielleicht auch stark gewittern, aber morgen und auch am Dienstag soll es wieder trocken sein. Und das ist natürlich toll. Das können wir gerade im Urlaub gut gebrauchen. Ja, ja, die Flut, die wird jetzt dann in den nächsten Tagen, so ab Dienstag, Mittwoch, wird die eben dann im wirklich frühen Vormittagsbereich hier vorne sein. Bedeutet, wer Frühaufsteher Kinder hat, kann natürlich mit den Kindern super ans Wasser gehen. Ist natürlich nicht mehr ganz so warm dann, aber es geht. Es ist, ihr kennt das, ihr, die ihr Cuxhaven kennt, wisst. Es geht ja eigentlich fast immer barfuß. Selbst noch im Herbst. Ja. Des Weiteren, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr jetzt hier neu seid und noch nicht so viele meiner Cuxhaven-Videos gesehen habt. Dann werdet ihr immer wieder neue erleben. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal an, was der Weltschifffahrtsweg gerade zu bieten hat. Die Weltschifffahrtsstraße, ein Riesencontainerschiff. Und die Insel Neuwerk. Ja, so sehen wir. Hast du uns noch was zu sagen? Irgendwas? Der Blick in die Ferne ist toll, ne? Genau. Guckt immer in die Ferne. Guckt in die Ferne, vor allem wenn ihr viel am Computer sitzt, weil nämlich durch diese ganze Nahsicht, also sprich Bildschirm und hauptsächlich Bildschirm, sich die Augen tatsächlich darauf einstellen. Und es sein kann, dass Leute, die eigentlich keine Brille zum Weitsehen gucken, brauchen, dann eine brauchen, sage ich als Diplom-Ingenieurin für Augenoptik. Okay. Und eigene Erfahrung. Okay, und deswegen ist auch hier dieser weite Blick in Cuxhaven einfach so wertvoll. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Viel Spaß jetzt beim Stöbern im Kanal und einfach genießen. Wenn ihr jetzt in Cuxhaven seid, genießen hier zu sein. Wenn ihr zu Hause seid oder woanders gerade Urlaub macht, genießen. Einfach das zu tun, was ihr gerade tut. Ciao, bis zum nächsten Video.